Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei Indiana Jones und das Schicksal von Atlantis hier bei den Retrohelden. Ich bin Perudo und ja, begrüße dich zu dem Sommerspezial. Wir spielen den Denkpfad von Indiana Jones und ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum Hotel zurück und dann machen wir uns auf den Weg. Guck mal, selbst das Wasser ist animiert, ne? Ich mag sowas. Ich habe ja schon mal in den letzten Folgen oder bei anderen Adventure-Spielen gesagt, dass ich natürlich auf sowas schon so ein bisschen achte. Denn das macht das, die ganze Umwelt, das ganze Drumherum ein bisschen, ja, gemütlicher. Warum gehst du nicht weiter, Jones? Sollte nicht zum Unfallwrack gehen, sondern zum Hotel. So, Taxi, dann bitte zum Flughafen. Driver, to the airport. Please. Thera, gut. So, check, check, check. Und es geht nach Thera. Yeah. Well, here I am on Thera. Sehr schön. Auch ein Schauplatz, den wir so vom Teamfahrt nicht kennen. Ach, es ist schön. Es ist richtig, richtig schön. Jetzt schauen wir uns gleich mal hier ein bisschen um. Dann gucken wir mal da oben in die Berge. Das ist sehr, sehr schön da. Also ich mag diese Szenerie. Aber ich wollte noch kurz was erzählen, wie gesagt, zu Adventure. Es ist natürlich hier auch nicht alles animiert. Hier ist ein bisschen Wasser. Und beim Unfall war so eine kleine Rauchsäule. Aber das meinte ich so, diese Kleinigkeiten, so diese feinen Eyecatcher, die dann so eine kleine Animation haben. Das gefällt mir sehr gut und ich finde, dass das macht die Sache auch aus. Und das unterstützt halt. This is a big basket. Könnte ich mitnehmen? Für unseren Ballonflug? Excuse me, you can't take that. Warum denn nicht? It belongs to the store and the store belongs to me. Na dann würde ich sagen, werden wir uns gleich mal unterhalten, lieber Freund. Ja. Wo ist stehen geblieben? Genau. Adventure. Es ist ja so, dass insgesamt diese LucasArts Adventure, zumindest aus dieser Zeit, aber auch Sierra Adventure, ganz hervorragend, wirklich unterstreiche das nochmal, ganz, ganz hervorragend gepixelt sind. Allein das ist schon eine, für mich, in meinen Augen, ich mag vielleicht Leute geben, die das nicht so sehen oder die jüngeren Zuschauer, das ist für mich quasi, das ist ein Kunstwerk, das ist Pixel-Kunst, also Pixel-Artist sozusagen, das ist für sich ein Werk, das ist einfach sehr schön anzusehen. Und wenn man zum Beispiel vergleicht, habe ich ja, wie gesagt, jetzt hier im Wechsel die drei Fragezeichen, das ist irgendwie gerendert, das ist okay gerendert, aber das sieht alles so lieblos aus. Das ist nicht gepixelt, da gibt es nicht so richtig Schattierungen, die bewusst gepixelt wurden, sondern irgendwelche Lichter, die dann Schatten werfen, mag ja realistisch sein, aber und wenn dann noch nicht mehr so Kleinigkeiten wie hier so einfach so animiert sind, nee, also geht nicht, also muss nicht sein. Also ich hätte natürlich auch noch machen können, eine Spinne, die runtergeht, wieder hoch, also sind so, einfach so Kleinigkeiten und wie gesagt, ich achte da drauf und es gibt Leute, die sagen natürlich, ja, ne? Grafik ist nur eine Sache, das Gameplay, das ist entscheidend, dass es eine gute Story haben muss. Nein. Stellt euch das Spiel mal vor, wenn ich das mit Paint malen würde. Es würde kein Mensch spielen. Also von daher, Grafik ist schon eins der entscheidenden Punkte. Klar, ein schönes Grafik-Adventure mit einer miesen Geschichte im Hintergrund. Doof. Vielleicht schön anzusehen, aber macht auch keinen Spaß zum Spielen. Also man kann das nicht so verallgemeinern. So, das war das Wort zum Mittwoch vielleicht? Keine Ahnung. Jetzt reden wir mal mit diesem Typen hier. What do you want for the basket? There's an archaeological expedition in the mountains. I'd be grateful for a little souvenir. After all, I am a scholar and this is my island. Hat er uns jetzt hier abserviert? Okay, egal. Oh, Fischernetz, das brauche ich auch. Guck mal weg. Das nimmt er einfach mit. Ja, okay. Großer Korb. Was können wir denn noch hier so klauen?
Hafenbeamter. Hafen. Okay. It reads one standard observation balloon bladder. Ja, gut, okay. Dafür war der Korb wahrscheinlich. Pardon me. Ja, bitte. I don't think that belongs to you. Mir belongs hier alles. Can you book passage for me on the next boat? Bad news. No boats, no planes until next week. Okay. Deswegen, wir müssen uns einen Heißluftballon bauen. Isn't there any way off this island? Unless you grow wings like Icarus, I'd say you're stuck. Der hat ja mal ziemlich frische Art, muss ich sagen. Okay. Wir sind auf jeden Fall, hier ist ein Ballon drin. Wir haben das Netz für um den Ballon drum. Und hier ist der Korb auf jeden Fall. Dann gehen wir einfach mal hier oben hin, würde ich sagen. Ich meine, es nutzt ja nichts. Er ist anscheinend Gelehrter. Das heißt, vielleicht finden wir in den Bergen irgendein Relikt. Archäologische Fund oder irgendeine Bedeutung. Ach, schön. Ah, schön. Also, wirklich sehr schön. Aber ich kann gar nichts machen hier. Okay. Geht hier nicht irgendwo einen Weg lang oder so? Lücke in den Bergen. Das habe ich doch gesucht. Kluft in den Bergen. Gut, wo gehen wir zuerst? In die Kluft oder in die Lücke? Gehen wir in die Kluft. Kluft ist eigentlich kleiner. Nothing here. Okay, dann gehen wir in die Lücke. In die Lücke, in die Berge. Genau das habe ich gesucht. Ach, ist das schön. Eine Vulkaninsel. This looks like a natural gas fissure. Ja, da haben wir schon die Lösung für unser Ballonproblem. It's a plain old empty wooden box. Können wir die schließen? Aha. Aha. Oho. It's an invoice for an observation balloon bladder. Jawohl. Da haben wir schon mal unseren Ballon. So, Weg in die Landschaft. Wir gehen mal hier in den Eingang. Oh, das hat schon Atlantis-Style hier. Okay. Bin mal gespannt. Wie überhaupt hier die Irrgärten sind, dann auch später quasi kurz vor Atlantis, denn. Was? Hä? Haben wir. Ach, Klappspaten. Dann nehmen wir den mal mit. Was haben wir hier? Hier ist nichts. What's that? Oh Gott. Uh-oh, something must have caved in. Also ich habe mich jetzt wirklich erschrocken. Oh nein. Oh nein. Oh, das wusste ich nicht mehr. Oh, Schock. Das sieht aus wie, können wir es hier öffnen? Nee, anscheinend doch nicht. Wow. Öffne Tür. Ach so. Schließe die Tür. Das. Ah. Ich verstehe. So. Well, that didn't do anything. Na gut, da müssen wir doch den Dialog lesen. Jetzt müssen wir erstmal schauen, wo ist. Hier ist der Faktor 10 Problematik aufgelistet. So, jetzt sind wir hier. Da. An den Vorposten genügte ein Sonnenstein, wenn der Abend die Hörner rot färbte. Okay. Wenn der Abend die Hörner rot färbe. Abendsonne und dann müsste sich etwas tun. Ja. Irgendwas hat sich getan. Öffne Tür. Was hat sich denn getan? Müssen wir uns hier ausgraben? I can't. It's folded up. Okay. Was hat denn jetzt geklickt? Hä? Schautür. Passageway, if there ever was one, has been walled off.
Warte, müssen wir nochmal machen. Vielleicht müssen wir die Scheibe drin lassen. Vielleicht war das ein bisschen zu früh. Ah, okay, ich verstehe. So. Jetzt schließen wir die Tür. Jetzt nehmen wir die Steinscheibe. So. There's an inscription in some ancient language, but I can't read it. Okay. Ja, wie komme ich denn hier raus? I can't. It's folded up. Hat er es eben auch gesagt? Nee, der hat doch gesagt, das ist voll. Hallo? Hey, there's a note wedged in here. Was? Indy, I know you'll find this sooner or later. The Nazis have kidnapped me. They must have found something, because it looks like we're leaving soon. Hurry, I need your help. It's signed Sophia. Okay. Hab mir schon fast gedacht an der Farbe und an der Stimme. Gotta get this door unblocked. Ja, dann los. Oh, oh. Dr. Ubermann. Ah, da ist die. Da ist ja die Sophia. Hä? Das war... Das, die... Oh, no, you don't. I've had enough. Please, madame. Let's try to be civilized about this, shall we? Connor! Don't shoot her! We may need her! In the lost city! Don't tempt me. Okay. Ba 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 da ba da ba da ba da ba 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 bam 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 bam. Ich glaube, im Actionfahrt müssen wir hier irgendwie, glaube ich, auf das... Somehow Kerner got the jump on me, and now he's got Sophia. Ich glaube, im Actionfahrt müssen wir irgendwie Richtung U-Boot meinen, ich zumindest. So, haben wir hier noch was zu entdecken? Kiste, Eingang. Ne, dann gehen wir zurück in den Weg der Landschaft. Ich überlege die ganze Zeit, wie... Ah ja, genau. Das, den Korb kriege ich für dieses Schild. Für die Rechnung bekomme ich den Ballon. Und dann kann ich eigentlich... Ach, das ist schön. Gefällt mir. So. Ich hatte, glaube ich, in den letzten Folgen schon mal gesagt, dass hier so Indiana Jones, Monkey Island, Day of the Tentacle, Sam Max so quasi, wo Sam Max ist eigentlich eher schon wieder der absteigende Ast, aber so hier, das ist so der Höhepunkt für mich irgendwie an Adventure von den LucasArts Sachen auf jeden Fall. So, Schätzelein, ich habe hier eine Rechnung. Excuse me. What now? Genau. Would you accept this ancient sign for the basket? Well, let me see. My, this is a find. A perfectly preserved inscription in Minoan hieroglyphics. Never heard of them. Lucky for you, I'm completely fluent. Listen. Road closed for repairs. Travelers use alternate route from Greater Colony on Crete. That's it. The Greater Colony. Kerner's on his way to Crete. Ah, Crete. Then the basket is yours. Ja. Vielen Dank. So, geben wir die Rechnung dem Hafenbeamten. Say. What now? What now? Ich möchte meinen Ballon wieder haben. Any sign of a German U-boat? In these waters? Not in my lifetime. Sag mal, was bist du für ein Beamter? Do you know anything about Atlantis? You mean about Thera as a colony of the Lost City? Ja. Sorry, can't help you. Ja. Habe ich schon selber ausgekriegt. I'd like to claim my balloon. You have the invoice, of course. Of course. Of course. Everything seems in order. The balloon is yours. Now you must excuse me. I have to study that wonderful inscription you found. Du hast es doch gerade eben fluently übersetzt. Oh, it reads, ja. One standard observation balloon bladder. Öffne Kiste, nimm Gummiballon. Sehr schön, dann können wir den direkt benutzen. I'll harness the balloon with the fishnet. Wunderbar. So, den Korb können wir auch nehmen.
geil, was der alles schleppen kann. Das ist schon faszinierend. Ach, dieser kleine Laden, gemütlich. Ach, das ist einfach schön. So, jetzt gehen wir zurück zu der natürlichen Gasquelle. Und da füllen wir mal den Ballon auf. Ich gucke aber nochmal gerade nicht, dass ich hier irgendwas vergessen habe. Schau. Kluft. Nee. Bergeinschnitt. Hä? War es nicht eben eine Lücke? Nothing here. Ah, okay. Okay, ich verstehe. So. Ja, ich freue mich natürlich einerseits über Indiana Jones 4, aber ich freue mich natürlich auch, dass ihr noch dabei seid. Indiana Jones and the Fate of Atlantis, den Rätselfahrt hier im Sommerspezial. Ich bin Perudo, danke fürs Zugucken, bleibt dabei, haltet die Ohren senkrecht. Bis dann, tschüss.